zwei seiner Lakaien. Den Doktor suchen wir noch. Um ehrlich zu sein, der macht mir echt Angst. Könnte der cleverste Superschurke sein, der mir je begegnet ist. Ja, genau das macht mir auch Sorgen. Halt durch, Captain. Okay, Captain, hab den Überblick. Los. Rhino greift die Upper West Side an. Electro die Upper East Side. Du musst das Ruder herumreißen. Such's dir aus, du wirst überall gebraucht. Das Veteranenzentrum in Harlem. Was ist los? Männer aus Rikers fordern Essen und Vorräte. Das Personal hat sich verbarrikadiert und braucht Hilfe. Miles und ich wollen versuchen, sie zu evakuieren. Unternehmt nichts, bis ich da bin, May. Wir sehen uns in Harlem. May klingt erschöpft. Hoffentlich ist sie nicht krank. Ich muss Yuri helfen und dann nach Harlem. Scharfschützen feuern auf Officer. Officer, bitte nach Lincoln. Die Cops sind in... Meine Männer bringen Zivilisten im Revier an der Upper West Side unter, aber Rhino und eine Gruppe entflohener Häftlinge belagern das Gebäude. Ich bin gleich da. Am Horizont ist so ein komisches rotes Glühen. Hört sich stark nach Rhino an. Schnell, das Gebäude hält nicht mehr viel aus. Achtung, Einheiten. Eine Versorgungsstation wird von Plünderern angegriffen. Haben eine Meldung aus der Nähe von Ansonia. Over. Yuri, Rhino ist unterwegs.
Aber ehemalige Rikers-Insassen wollen sich deine Barrikaden vornehmen. Ich bin zur Unterstützung da. Sehr gut. Ohne die Barrikaden sind die Leute da drin erledigt. Von mir, Deckungsfeuer für Spider-Man! Auf die Barrikade! Ich habe noch nie erlebt, dass Rhino einem Kampf ausweicht. Er muss auf Befehl von Dr. Octavius handeln. Mit diesen überfallartigen Angriffen auf die Notfallteams der Stadt. Das lasse ich nicht zu. Bin dabei. Ein Dach sauber. Schön, dich zu sehen, Spinne. Weißt du noch, wie du mich eingebuchtet hast? Autogramme kann man auch einfacher kommen. Jetpacks? Welcher Hornochse hat denen denn Jetpacks gegeben? Leute, wir sind im gleichen Team. Greift mich wenigstens erst an, wenn die Sträflinge erledigt sind. Alle Rechtsbrecher werden pazifiziert. Pazifiziert? Fühlt sich gerade noch jemand zu 1984? Oh, nur ich? Kommt schon, irgendwer? Erledigt Spider-Man schnell. Wir müssen das Gebäude sprengen.
Stadt wird untergehen, Stimme. Und zwar jetzt. So viel zu Sables Flughundshow. Jetzt zu den restlichen Verbrechern aus Rikers. Yuri, Revier gesichert. Und ich weiß jetzt, was es bedeutet, wenn man Sables Hauptziel ist. Kein Spaß. Tja, das hast du davon, dich mit Sable-Söldnern anzulegen. Vermutlich. Ich will jetzt zum Park und mich um Elektro kümmern. Ich melde mich dann. Gut, ich sag meinen Männern, dass du kommst. Sprachnachricht von Miles. Pete, hey Pete. May wollte, dass ich dich anrufe. Beim Veteranenzentrum läuft's nicht gut, Mann. Sträflinge wollen die Türen aufbrechen. Mary Jane ist hier. Wir bringen die Leute durch den Keller raus, aber wir brauchen Hilfe. Ich hoffe, du bist bald da. Ich muss mich mit den Revieren beeilen und dann nach Harlem. Das ist nicht gut. Trafos laden das Gebäude auf. Die Polizisten sitzen darin fest. Yuri, kompliziert war noch untertrieben. Ich muss die Trafos deaktivieren, damit deine Leute raus können. Selbst wenn du das schaffst, brauchen sie deine Hilfe bei den Dämonen. Darum bin ich hier, um deine sämtlichen Strom- und Dämonenprobleme zu lösen. Fünf Transformatoren. Mit meinen Netzen sollte ich sie zum Überhitzen bringen können. Hoffe ich. Dieser Burschen. Fertig? Noch drei! Mann, Elektros komplizierte Superschurken-Eskapaden habe ich echt nicht vermisst, als er im Raft war. Die Polizei mit Energietransformatoren nachzulegen. Wer macht sowas? Cool. Energy!